Hallo Pfeifenfreunde auf YouTube. Eine Pfeife von Rainer Thilo, eine Freehand von Rainer Thilo, die geht gleich mit mir zum Postamt. Deswegen sei sie hier nochmal schnell gezeigt. Rainer Thilo Windschädel stellt offiziell seit 2002 Pfeifen her, ist 1961 geboren, baut ca. 120 Pfeifen pro Jahr. Die Pfeifen können bei ihm nicht direkt erworben werden. Sie laufen über den Vertrieb von Kohlhaase. Oder von Kopp, muss man sagen, Kopp-Pfeifen. Hier unten sehr schöne Bird's und dann auch die Stempelung Rainer Thilo Freehand, das C. Steht für die Holzqualität, ist das ein Grading, das geht von E aufwärts nach A und 1 steht für das glatte Finish der Pfeife. Es gibt da 3, 2 und 1 und 3 ist rustiziert oder sandgestrahlt, 2 ist teilweise sandgestrahlt, rustiziert und 1 ist glatt. Der Rainer Thilo ist auch bekannt geworden durch seine Mortar-Pfeifen. Hier noch ein Blick auf das schöne Mundstück mit auffällig schmalen Lippen. Vielleicht ist das eine Spezialität bei Rainer Thilo. Und hier der Eingang in den Biss, leicht verstaubt. Die Pfeife ist natürlich in dem Fall ohne Filter, kann man sich denken, wenn man sich den schlanken Holm hier anschaut. Und ja, hat schon, ja, was soll man sagen? Es ist einfach eine schöne und perfekt gemachte Pfeife. Kurz vorgestellt. Schöne Grüße, Bomberdomus.